Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute zeige ich dir meine Flops. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich teste viel, sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege. Und wenn ich dann halt beim Benutzen nach einer gewissen Zeit oder halt auch teilweise direkt merke, dass es halt gar nichts für mich ist, sortiere ich die Produkte halt aus, damit sie weiter wandern, sowohl an Kanalmitglieder, die halt das entsprechend bekommen, oder an Trash-Pakete oder an Familie und Freunde. Teilweise werden die auch gespendet und ja, also hier kommt sehr, sehr wenig weg in den Müll, nur halt wirklich Müllsachen, die halt wirklich mal irgendwie schlecht geworden sind oder die halt wirklich so schlecht sind, dass ich sie keinem anderen mehr empfehlen möchte. Und ja, hier habe ich jetzt einfach mal so zwei Kisten, die ich mit euch zusammen durchgehen möchte. Und ihr könnt euch super gerne in den Kommentaren dieses Videos suchen und finden, um selber Trash-Paket-Gruppen zu gründen. Das haben schon viele gemacht und ich finde das auch immer total cool, wenn ich das lese. Und ich pinne dann auch gerne so die Kommentare, die mir so in die Finger kommen, immer wieder an, sodass ihr dann auch ganz schnell euch finden könnt, ne? Also schaut gerne auch in die Kommentare, falls du jemanden suchst. Vielleicht sucht dich ja schon jemand. Genau. So, ich starte einfach mal mit It Cosmetics. Da habe ich hier das Bye Bye Pores Illumination Powder, was theoretisch toll ist, aber es trocknet meine Haut leider ein bisschen zu sehr aus, sodass ich persönlich damit nicht ganz so gut klarkomme. Eigentlich ist It Cosmetics eine super Marke. Hallo Fokus? Hat keine Lust mehr. Hallo, hier bin ich. Finden Sie mich bitte wieder? Nein? So, okay, It Cosmetics ist eine Marke, die eigentlich so Hautpflege hat und dann auch die Make-up-Produkte eher so an Hautpflege angelehnt hat, sodass du da eigentlich auch erstmal Hautpflegeeigenschaften drin hast. Wie gesagt, für mich persönlich ist das einfach nicht so gut und deswegen wird es weitergehen. Dann habe ich hier ein Parfum von dem Asam, das Glamorous Moments, was mir leider Kopfschmerzen macht. Also die im Asam-Düfte sind teilweise sehr schön. Aber das hier ist für mich persönlich zu intensiv. Also das kann ich nicht so gerne haben. Dieses Magic irgendwas, das mag ich ganz gerne. Aber dieses hier macht mir, wie gesagt, leider Kopfschmerzen. Und wenn ihr aber bei M. Asam Produkte kaufen möchtet, hat zum Beispiel Maxim einen Code und auch Frühlingsrolina. Also 15% Rabatt gibt es da, glaube ich, immer. Und das ist einmal YT-Maxim und YT-Rolina. Schreibe ich euch rein. Könnt ihr gerne mal euch speichern, denn die sind generell gültig. Wovon ich mich auch so ein bisschen trennen möchte, sind halt auch Produkte, die ich prinzipiell nicht wirklich verwende. Das sind wirklich so sehr, 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 sehr stark glowy Blushes und sehr, sehr, sehr stark glowy Bronzer. Das ist nicht meine Welt. Also klar, ich habe heute auch Glow auf dem Gesicht. Vor allem hier geht die Party hart ab, weil ich auch noch ein glowy Puder auf der Seite drauf habe. Ich mag es aber eigentlich nicht so gerne als Blush oder als Bronzer. Und deswegen, wenn sie mir in die Hände fallen, sortiere ich sie nach und nach aus. Wenn ich halt weiß, dass es welche sind, die halt als Grundpigment nicht so stark sind. Also ich müsste mir zum Beispiel den hier, den Cheek Lover Oil Infused Blush von Catrice, den habe ich hier zweimal. Einmal kommt der auch aus dem Bundle von Contra Junkie mit Purish und einmal ist es aus dem Standardsortiment. Wenn ich mir den auftrage, müsste ich mir den viel zu intensiv auftragen, um die Farbe aufs Gesicht zu bekommen. Habe ihn vor allem Gold im Gesicht und das ist einfach, das passt mir nicht so gut. Und dementsprechend werden die halt aussortiert. Da wird jemand anderes sicherlich glücklich mit werden. Ich bin es halt leider nicht geworden. Genauso verhält es sich auch leider mit dem Too Faced Sweethearts. Der ist so schön. Ist der schön. Oh, ist der schön. Aber ist der glowy? Ja. Und wenn ich mir den halt auch so angucke, ich weiß nicht, ob das Licht hier richtig reinfällt, dann siehst du direkt, wie viel Glitzer der auch einfach hat. Also nicht nur Schimmer, sondern auch wirklich Glitzer. Und das brauche ich nicht auf meinem Gesicht, ne? Ich bin bei manchen Produkten auch noch am Überlegen und dann muss ich immer noch weiter testen. Und deswegen habe ich jetzt nicht alle meine ganzen schimmernden Blushes und Bronzer aussortiert, sondern nur ein paar davon, einfach weil ich sie aufgetragen habe und gemerkt habe, dass ich einfach nicht damit klarkommen werde. Leider auch der hier, Altera Berry Crush, das ist dieser Bronzer, der halt einfach sehr viel Schimmer mit drin hat. Das ist krass, ich habe eigentlich die komplette LE davon aussortiert, ne? Also die hatte ich dieses Jahr oder letztes Jahr ist es ja, wenn ihr das Video seht, gekauft und getestet. Und dann jetzt immer nach und nach wiederverwendet und dann gesagt, boah, nee. Und das ist schade, muss ich sagen. Also ich weiß, dass Altera es besser kann und dass Naturkosmetik es eigentlich auch drauf hat. Also
macht was Tragbareres. Und dann funktioniert das, glaube ich, auch besser. Also die haben auch die Möglichkeit, tolle Lidschattenpaletten eigentlich zu machen. Ich habe noch eine so gute von vor 2 Jahren oder so, die ich echt klasse fand. Also Alterra, haut raus. Ihr könnt das. Ich weiß, ich glaube an euch. Dann habe ich hier ein Deo, was leider nichts bei mir gemacht hat. Amokomosoi, glaube ich. Skin and Soul Care. Nö, das hat weder geschützt noch irgendwas gemacht. Also das hat wirklich einfach, es war, ob ich das verwendet habe oder peng, ne? Ein bisschen was habe ich verwendet, also ein paar Mal habe ich es auch verwendet. Aber das kommt halt jetzt auch im Müll, weil das hat einen Rollerball oben drauf. Das kann ich jetzt nicht weitergeben. Das geht nicht, ne? Ja. Dann habe ich hier einen Pinsel. Ich habe meinen Lieblingsmaskenpinsel gefunden. Ich habe zu dem einfach nicht mehr gegriffen. Das ist von Nire der Maskenpinsel. Ich habe seit Jahr und Tag den von Barbour, was eigentlich ein Foundation Brush ist, in Anwendung. Und damit komme ich halt super zurecht, wenn ich meine Crememasken auftrage. Ja, der ist auch schön gewesen, aber ich fand den nicht so praktisch und ich habe da einfach nicht so gerne den verwendet. Diverse Mascaras habe ich auch aussortiert. Die gehen auch erstmal zu Familien und Freunden, ne? Also wenn man sich, also normalerweise sollte man jetzt nicht unbedingt Produkte, die man direkt an den Schleimhäuten verwendet, weitergeben. Also das ist halt hygienisch gesehen immer so eine Sache, weil du kannst sie nicht desinfizieren. Da ich mit meinen Familienmitgliedern und mit meinen Freunden halt sehr nah bin, ist das, glaube ich, das geringste Übel, ob man jetzt die gleiche Mascara verwendet, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Und ich hatte jetzt nicht irgendwie eine Augenentzündung oder sonst irgendwas und das, ja, ich bin halt ein hygienischer Mensch, das wissen meine Familienmitglieder und meine Freunde halt auch und dann kann man das halt so weitergeben. Ist halt eine gewisse Sache, meine Freunde wissen und meine Familienmitglieder wissen oder meine Frauen aus der Familie wissen, dass ich die Produkte auch verwendet habe, dementsprechend, ne, ist es halt so, dann, ja, ist auch nie was passiert, also von daher, ich würde es halt nicht in ein Trash-Paket geben, ich würde es auch nicht verlosen oder sonst irgendwas. Ich gebe das halt innerhalb der engsten Menschen in meinem Umfeld weiter. So, Labarabarber. Essence Lash Like a Boss Mascara habe ich hier. Die Lash Like a Boss ist toll, aber die Waterproof-Variante mag ich nicht so gerne. Ich bin halt kein Fan von wasserfesten Mascaras. Meine Mädels stehen da voll drauf, meine Mom auch. Und deswegen, ne, ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Das war jetzt die mit Nala. Ich habe mir auch die Limited Edition damals gekauft und fand die so schön. Ja, aber manche Sachen waren dann halt leider nicht so gut und die müssen dann im Laufe der Zeit gehen. Dann habe ich hier die Another Volume Mascara Bud Better von Essence, die bei mir leider nicht Bud Better war. Also die hat nicht dieses Ergebnis gemacht. Hyaluronsäure und Panthenol hast du mit dabei, was dann ja auch noch quasi die Wimpern pflegt. Dann, ja, die habe ich auch gekauft und habe mir da viel mehr von erhofft. Aber ganz ehrlich, eine braune Mascara in dem Braunton ist für mich zu hell. Lash Without Limits in Braun halt von Essence, ja. Also, wer es halt super natürlich mag, kann sich die definitiv mal gönnen. Aber ich bin halt nicht so die braune Mascara-Maus. Also ich mag halt gerne viel und da kommt das nicht so gut. Und dieser Braunton ist halt auch wirklich so eine Sache für sich, ne? Ich finde, das ist sehr, sehr hell. Und ja, das Bürstchen an und für sich ist schön. Es macht auch schöne Wimpern. Aber für mich ist es zu wenig. Und ich glaube, das ist das gleiche Bürstchen wie von der Catrice Glamadour Waterproof, oder? Müssen wir mal gucken. Die ist leider abgelaufen. Die ist zu lange offen gewesen. Ja, das Bürstchen ist das gleiche. Das ist ja witzig. Genau, die ist jetzt zu lange offen gewesen. Das hier ist nämlich die einzige wasserfeste Mascara, die ich verwende. Das ist ganz witzig, ne? Habe ich ganz gerne gemacht, wenn dann halt wirklich irgendwie, wenn ich wusste, dass irgendwas draußen stattfindet oder sonst irgendwas und es könnte vielleicht regnen oder Party-Mood, du bist am Feiern, am Schwitzen, Tralafitti, ist die einfach ein Staple gewesen, ne? Aber die war jetzt zu lange offen. Genauso wie auch leider die Iconisse. Die bekommt man so nicht mehr nach, weil die gibt es so nicht mehr. Die wird nicht mehr hergestellt. Die ist einfach geil. Also das ist so die Mutter aller Nabla Visions Mesauda Big and Thick Lashes Mascara. Also damit fing meine Passion für fancy Bürstchen an. Guckt euch das mal an. So geil. Und die macht Wimpern, Leute. Der Wahnsinn. Aber die ist jetzt leider Uppe. Catrice, bitte wieder ins Sortiment bringen. Danke. Das wäre echt schön. Dann habe ich hier auch noch Shine, Shine, Shine Wet Look Lip Gloss von Essence. Da habe ich jetzt eine sehr ähnliche Farbe von und ich brauchte jetzt nicht beide und die andere fand ich einfach schöner auf meinen Lippen. Dann habe ich hier eine Limited Edition gehabt von Essence. Das ist diese Pink is the New Black. Da ist einiges von geflogen, weil das ist
dieses Color-Changing-Gedönsen war ganz witzig, aber ich muss gestehen, dass es bei mir halt wirklich blöd aussah. Ich weiß nicht, ob es da irgendwen gibt, der sagt, Mensch, bei mir sah das total geil aus. Ich glaube eher, dass der Effekt oder dieses fancy Gefühl, das ist, was einen dann auch irgendwie dazu animiert hat, die Produkte zu kaufen. Jedenfalls war es bei mir so, ich hasse halt auch so einen schwarzen Diamanten, ne? Aber das ist einfach ein pinker Lippenbalsam. Das ist einfach so. Genauso auch, und ich glaube, das ist exakt das gleiche Produkt, nur einfach in einer anderen Form, dieser Blush. Also verrückt, verrückt. Bin ich reingegangen, habe ich geswatcht und da wurde schon direkt pink. Also das ist nicht cool gewesen. Dann habe ich hier zwischendrin einfach mal so ein Pflegeprodukt von Clarins. Das Bust Beauty Extra Lift Gel. Ja, also hier ist leider das Problem, dass das extrem mit allem anderen reagiert. Also ich gebe es dann ja auch wirklich nur Hals, Dekolleté, Hupis auf, aber sobald es auch nur ein Müh zusammen in Kombination mit meiner Bodylotion oder Gesichtscreme oder sonst irgendwas kommt oder dem Serum, das gibt wirklich so ganz komische Würstchen, Krümel, ganz unangenehm und deswegen wird das jetzt aussortiert. Also das ist nichts für mich. Das ja, dadurch, dass ich halt sehr, sehr viel verschiedene Pflegeprodukte verwende, müssen die auch miteinander kompatibel sein, ganz ehrlich. Dann habe ich noch eine Mascara hier am Start. Das ist auch eine Waterproof-Geschichte, auch aus einer Limited Edition. Die Pure Volume Mascara von Catrice mag ich eigentlich, aber die Waterproof-Variante ist halt wasserfest und dementsprechend. Ich weiß nicht, ob ich vergessen habe zu lesen, dass da Waterproof draufsteht. Ich glaube nämlich schon, als ich mir die LE gekauft habe, weil sonst hätte ich mir die nicht gekauft. Und ich werde mir auch keine wasserfesten Mascaras mehr kaufen. Ich habe halt, ja, meine Wimpern, die stempeln manchmal hier oben ganz doll am, also ganz, ganz nah an dem Augenbrauengedönsen ab. Dann mache ich halt so ab und an mal, ne? Ansonsten habe ich da überhaupt keine Probleme mit, dass meine Mascara irgendwie jetzt abstempelt aufgrund von, keine Ahnung, sie ist nicht wasserfest, sondern nur aufgrund von, meine Wimpern sind relativ lang und ditschen deswegen ein bisschen an. Aber da kann ich halt einfach nur empfehlen, dass man sich halt die Lider abpudert oder halt um die Augen drumherum Puder macht, weil das verhindert halt einfach, dass die Mascara so richtig smutscht, ne? Das ist so meine Erfahrung und ich komme mit Mascara eigentlich auch immer sehr, sehr gut zurecht in der Hinsicht. Da habe ich keine Probleme und ab und an gucke ich in den Spiegel und dann mache ich halt einmal so oder ich mache es halt automatisch, dass ich mich mal an der Augenbraue kratze und dann automatisch dann auch das Kram abgeht oder so. Und wenn das irgendwer sieht, dann sagt er mir das eh. Also, naja. Und das passiert eh selten. Also von daher, ich brauche gar keine wasserfesten Mascaras. Das ist leider fleckig bei mir geworden von dem Asam, das Magic Finish Velvet Lip and Cheek Tint. Ja, fand ich schade, muss ich sagen, weil das ist eigentlich ein schönes Produkt, ne? Sieht auch sehr hübsch aus. Habe ich in Terracotta hier. Aber nun, hat bei mir leider nicht so funktioniert. Dann habe ich hier noch drei MAC Lippies aussortiert. Da bin ich durch meine Lippenstifte auch ein bisschen durchgegangen, als ich das Video von Nicole Chiquitas Place gesehen habe und habe mich da ein bisschen animieren lassen und habe dann gedacht, okay, welchen willst du überhaupt noch so behalten? Da habe ich einmal Pink Pearl Pop aussortiert. Ja, ich trage ab und an mal knalligere Lippen, so wie heute auch. Ich habe mein Full Face Laura Mercier heute drauf. Aber das hier ist mir dann doch ein bisschen zu sehr Barbie und nur für Karneval aufzubewahren, finde ich dann schade. Mandarin O habe ich hier auch noch, der ist mir von der Farbe her finde ich ihn eigentlich ganz fancy, aber ich finde ihn zu matt. Also das ist halt nicht mein Vibe, nicht meine Formulierung einfach. Das trocknet bei mir zu sehr aus, die MAC-Dinger, ne? Und Russian Red ist halt auch noch viel zu dunkel. Also ich mag gerne rote Lippen, aber das hier lässt mich doch eher kränklich aussehen. So. Und deswegen habe ich die jetzt auch sortiert. Das ist ganz schön viel Geld eigentlich, was hier schon rumsteht. Und da kommt noch viel mehr hinzu. Aus der Chili Vanilli Reihe von Essence habe ich euch ja auch schon das Full Face Essence zu abgedreht, was ich euch im E-Mail verlinken kann. Da ja, habe ich auch die Produkte verwendet. Face and Body Highlighter Stick, das ist sehr, sehr grob. Also der ist halt wirklich was für den Karnevalisten unter uns. Aber ansonsten ist es halt doch ein bisschen viel, ne? Also du hast ja auch sehr viel Produkt drin und das werde ich im Leben nicht verwenden. 12 Gramm, das ist nie. Also da wird jemand anders vielleicht glücklich mit werden. Ich nicht. Dann habe ich eine Alternative gesucht zu meinem NYX Glitter Glue und habe auch bei mir in der Sammlung geschaut. Ich habe bislang nichts gefunden und ich werde mir den auch wieder nachbestellen, weil der einfach so, so gut ist. Sample Beauty hat es da auch nicht mit dem Glitz Glue reißen können. Das ist halt wirklich nichts, was man sich auf die Augen geben sollte, sondern das ist ein Produkt, was man verwendet, um Lashes zu kleben, also dann doch auf die Augen, aber oder was man verwendet, um sich halt so Glittersteinchen aufzukleben. Weil das ist so
heftig, das Zeug. Das konnte ich, also nachher, als ich mich abgeschminkt habe, konnte ich das richtig rollen. Das war ganz gruselig und das will ich nicht auf meinem Augenlid haben. Das reizt einfach zu sehr, das brauche ich nicht. Vielleicht wird da jemand anders mit glücklich, aber bei mir war es halt nicht gut. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich nicht verstehe, von Yepoda The Spot Stop. Da hätte ich mir jetzt gedacht, okay, da hast du wahrscheinlich Salicylsäure drin. Nee, du hast da AHA und PHA mit drin und Teebaumöl. Teebaumöl kann ich verstehen, aber warum AHA und PHA? Nur BHA macht meiner Meinung nach Sinn, wenn ich wirklich meine Unreinheiten bekämpfen möchte. Das ist eigentlich eher so ein leichtes chemisches Peeling halt, aber nichts, was ich gegen Unreinheiten verwende. Ne? Also gegen, da habe ich euch auch ein Video mal gedreht, da hilft bei mir und eigentlich auch das, was man halt so hört, BHA und das hilft auch Ceramide, also die Haut zu beruhigen und so. Aber AHA und PHA haben bei mir, also es hat bei mir halt auch nichts bewirkt. Das ist halt auch noch so das Thema. Ne? Nun, dann habe ich hier etwas, was ich halt auch so, reiht sich halt in der Pink is the New Black Geschichte ein. PH Reacting ist nun mal nichts für mich. Da habe ich jetzt hier von Catrice nämlich auch diese Limited Edition Meta Face Geschichte. Das ist ja dieses fancy Ding gewesen. Also die Lidschattenpalette, traumhaft, weiß ich nicht. Gibt es vielleicht auch noch bei Purish, könnt ihr vielleicht auch noch was drauf sparen. Habe ich vielleicht sogar einen Link in der Infobox, wenn es die noch gibt. Hier hast du so einen Plastikapplikator, das gibst du dir auf die Lippen. Und ihr seht es am Applikator auch schon, das wird wirklich, wirklich pink. Nein. Nein. Ich habe eben auch schon einen pinken Lippenstift aussortiert, ne? Nicht so meine Welt. Das ist ein Pflegeprodukt, was halt echt geklebt hat wie Sau. Von Eborian Korean Skin Therapy, das 17 Super Ingredients Nachtöl. Definitiv Nachtöl, also ich würde es auch nicht tagsüber verwenden, aber das klebt, Leute, meine Güte. Also ich habe versucht, das dann auch als Serumersatz quasi zu verwenden, aber das war so ein unangenehmes Hautgefühl, das konnte ich nicht haben. Und sonst ist es ja so, wenn ich dann solche Öle habe, dass ich die dann zweckentfremde und dann einfach so an den Oberschenkeln mir auftrage. Nein, dann kriegst du nie wieder deine Schlafanzughose aus. Das ist einfach so, das ist Kleber. Also auf gar keinen Fall für mich. Und ich habe ja wirklich eine trockene Haut, die das normalerweise aufsaugt. Ne? Hier habe ich das Essence All About Matte Fixing Powder aussortiert. Einfach, weil es sehr, 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 sehr hell ist. Also das ist nicht unbedingt meine Welt. Ich habe doch andere, die mir besser gefallen. Und das ist auch aus einer Limited Edition. Und ich habe eins von Essence aus der Limited Edition, was ich klasse finde. Und zwar vom Adventskalender 2022. Dieses mehrfarbige Puder. Oh mein Gott, warum bringen die das nicht ins Standardsortiment? Essence hat mich in vielerlei Hinsicht wirklich so immer wieder überlegen lassen, warum bringt ihr diese Produkte nicht ins Standardsortiment, aber die Produkte schon, versteht kein Mensch. Nun, das ist auf jeden Fall jetzt aussortiert. Dann habe ich auch von Essence aus der Emily in Paris Reihe diesen Baked Blush Lighter aussortiert. Für mich als Highlighter zu dunkel, als Blush zu schimmernd und da sind wir auch schon wieder beim Thema mit diesen Shimmer Blushes, was nicht meine Welt ist. Ne? Also da habe ich halt einen Balken im Gesicht und das mag ich nicht. Und das hat sich gereimt, genauso wie sich ungefähr alles reimt, was hier in diesem Buch drin steht, vergangene Verse. Es ist der Tag vor Silvester. Es ist heute der 30.12., wo ich filme. Sammy liegt neben mir und hat jetzt schon Angst und draußen wird schon geböllert. Nun, auf jeden Fall ist das ein Buch, wo sich vieles drin reimt. Und zwar habe ich dort Gedichte zusammengefasst, die ich im Alter von 16 bis 18 ungefähr geschrieben habe. Und ich habe sie beim Aufräumen wiedergefunden und ein Buch dazu gebastelt. Finde ich total klasse und passend dazu auch nochmal meine Gedanken. Das ist ein 5-Minuten-Tagebuch, was man wirklich vollkommen, jeder kann es verwenden. Jeder, der Zeit und Lust hat, da ist ein bisschen was drin, was man dann mit Leben befüllen kann. Also alles jetzt im Pelletier Verlag verfügbar. Link dazu natürlich in der Infobox. Als nächstes habe ich hier eine Mascara, die ist leider eingetrocknet, die Worth the Hype von NYX, die leider auch niemals für mich den Hype wert war. Also die hat bei mir nicht den Effekt gemacht, den diese Mascara versprochen hat. Das hat so ein richtig voluminöses, puffiges Kunstfaserbürstchen. Bei mir leider nicht so wirklich der Effekt auf den Wimpern. Ne? Also ich hatte das schon mehrfach immer wieder probiert und mir gedacht, komm nix, ihr könnt das, aber das konnten sie leider nicht. So, dann habe ich hier von Essence noch einen Blushlighter. Auch der kommt aus einem Adventskalender. Der ist zu hell eigentlich. Ne? Ich weiß gar nicht, was Essence sich dabei überlegt hat. War vielleicht so ein bisschen die Vorstufe zu dem hier, wenn ich mir das mal so angucke. Passt farblich ganz gut. Ne? Ist nicht so mein Vibe. Dann habe ich hier aus der Catrice Limited Edition, aus der Dschungelbuchreihe, diese Duochrome Eye Pencils aussortiert. Die sind eigentlich dafür gedacht, die sich entweder auf die Wasserlinie zu geben oder halt hier oben,
Mann, das würde richtig gut passen. Aber ich mag das nicht so gerne bei mir leiden. Also das ist von der Farbe her nicht so meins. Und ich glaube, dass andere da vielleicht einfach mehr Spaß mit haben. Manche Produkte kann ich mir vorstellen, dass ich sie vielleicht noch für Karneval hier auch rausnehme, ne? Weil wir auch Karneval mit den Mädels unterwegs sind und gesagt haben, wir schminken uns vorher. Da kann sowas dann auch ganz gut funktionieren, ne? Dass man sich, weil wir gehen als Paradiesvögel, dass wir uns damit vielleicht was ins Gesicht malen oder auf den Körper malen. Aber so für generell brauche ich das nicht in meiner Sammlung. Dann habe ich hier von Essence die Peachy Blossom Palette. Ich weiß nicht, was Essence sich dabei gedacht hat. Ja, wir haben hier Blushes und Highlighter drin. Die Highlighter finde ich schon wieder gut, aber die Blushes ist halt schwierig. Ich kann da halt nur komplett so unten drin rumrödeln und vor allem mich bei diesen beiden Farben aufhalten, weil hier haben wir schon wieder Schimmer am Start. Der Highlighter hat schon ganz gut funktioniert, aber ich finde die halt irgendwie nicht so geil. Und deswegen habe ich mich gegen diese Palette entschieden und irgendwer anders wird sich bestimmt drüber freuen. Von Tease habe ich hier etwas, das fand ich ganz unangenehm auf den Lippen. Crave Lip Gloss, genau. Das merke ich einfach. Ich merke den Glitzer auf den Lippen und da du im Prinzip ja das, was du auf den Lippen hast und was dann über den Tag verschwindet, quasi isst, ich möchte das nicht essen. Nein. Ich möchte dieses Produkt nicht essen. Dann habe ich hier noch ein Duochrome Eye Pencil aus dieser Dschungelbuchreihe, ne? Genau das gleiche hiermit. Finde ich auf meiner Wasserlinie nicht schön. Ich finde es auch als Eyeliner bei mir nicht so schön. Und ja, vielleicht am unteren Wimpernkranz, aber da habe ich lieber Lidschatten. Von Sunny Cosmetics habe ich hier einen Liquid Lipstick, den ich aussortiere. Einfach, weil ich andere von anderen Marken habe in diesem Farbton, die ich einfach schöner finde, die einfach besser funktionieren. Von Love habe ich hier einen Lippi Cindy's Dark Berry. Der ist mir einfach zu dunkel. Und ja, das war mal eine coole Marke, wo viele wirklich sehr, sehr viel Freude mit hatten. Dann ist sie leider verschwunden und das finde ich sehr schade, weil die hatten immer wieder gute Produkte, eine gute Qualität, die waren auch so ein bisschen immer so ihrer Zeit auch voraus, ne? Also wenn man jetzt auch so immer mal wieder zu den Love-Produkten greift, die in der Sammlung sind, denkt man sich, Mensch, das bringen andere jetzt quasi raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel an dieses Aura Glow Powder denke oder an den Primer, den die hatten, das sind einfach Sachen, die jetzt andere Firmen so ähnlich halt rausbringen und das ist irgendwie so verrückt, ne? Naja, dann habe ich hier noch einen Lippi von Pupa. Miss Pupa, der ist einfach auch wieder so eine Farbe, die ich einfach nicht trage. Und ja, ne? Wenn dann halt zu ganz besonderen Anlässen wie Karneval. Das ist eine Palette, da habe ich auch ein Schminky Full Face MAC zugedreht. Auch das natürlich im i verlinkt. Snowbody's Business Eyeshadow Palette. Der Look, ja, muss ich euch recht geben, sah echt ganz gut aus, aber es hat keinen Spaß gemacht. Also da habe ich wirklich andere Paletten in diesem Farbschema, die ich verwende, die mir so viel mehr Freude bereiten. Von bei Beauty Bay habe ich da welche. Von Catrice aus dieser, ist es Catrice gewesen, ne? Aus dieser Meta Face Limited Edition. Habe ich Beauty Bay gesagt? Beauty Bay ist immer gut. Bei Beauty Bay. Ja, einfach so viele andere Hersteller haben es einfach besser hingekriegt, diese kühlen Töne in Paletten zusammenzufügen. Das ist leider nicht so schön geworden. Für mich persönlich, ne? Und deswegen denke ich, dass da irgendwer anders sich sicherlich drüber freuen wird. Hier habe ich einen Concealer aussortiert. Das ist der 24-Hour Smooth Wear Concealer von MAC. Ja, der ist einfach nicht so schön. Also der hat nicht bei mir so gut funktioniert. Ist an und für sich eine schöne Kiste. Die Farbe NC10, sehr, sehr hell. Also wenn ich eine Foundation aufhellen wollte, dieser Concealer ist auf jeden Fall eine gute Nummer dafür gewesen. Ja, aber wird jetzt aussortiert, weil er bei mir halt leider nicht so fresh aussieht. Dann habe ich hier einen Liquid Lipstick. Matte Liquid Lipstick von Essence. Ja, ich mag leider nicht die Liquid Lipsticks von Essence und Catrice. Das sind nicht meine Formulierungen. Die sehen auf meinen Lippen einfach zu crusty aus und das möchte ich nicht. Dann habe ich hier eine Mascara. Die hat mich auch enttäuscht. Die MAC Magic in Extension. Das ist ja eine recht neue Mascara gewesen, ne? Und die kostet ja, keine Ahnung, über 30 € und hat echt so ein Tralafitti-Ergebnis gemacht. Die hat auch so Fasern mit drin, da musste man ein bisschen aufpassen. Wenn man Kontaktlinsenträger ist, hat man da wahrscheinlich Probleme. Ich trage keine Kontaktlinsen, das nur so als kleine Randinfo, ne? Nö, also da kann ich euch, was MAC-Mascara angeht, definitiv die MAC Stack-Mascara empfehlen, aber die hier nicht. Auch wenn die hübsch aussieht von der Verpackung her. Von bei Terry habe ich hier einen Lippi, den Baume de Rose Tinted in der Farbe Sunny Nude. Ich bin halt nicht so ein Ultra-Fan von diesen super metallischen Lippen. Und ja, das ist ein super metallischer Lippi, ne? Das sieht man ja auch. Nein, nein.
Und so ein teures Schätzelein sollte nicht einfach nur im Schrank liegen. Das sollte irgendwer verwenden, der da wirklich Bock drauf hat, ne? Und deswegen macht es dann auch mehr Sinn. Noch so ein pH-Reacting-Ding. Electric Glow Color Changing Lipstick aus dieser Evil Queen Reihe habe ich hier. Und auch da Pinky Flinky. Ja, du hast hier deinen wunderschönen Glitzer mit dabei, was total hübsch aussieht. Aber auf meinen Lippen ist es einfach furchtbar. Wirklich furchtbar. Dann habe ich hier etwas, was ich sehr, sehr schade finde. Ich hatte meine, ja jetzt offiziell Schwester, die Angie ja hier, und da haben wir uns zusammen geschminkt. Und dann habe ich diesen hier verwendet, den Puff Paint von Natasha Denona, den Liquid Blush. Und ich war so enttäuscht, ich habe den aufgetragen, verblendet, weg. Noch eine Schicht aufgetragen, verblendet, weg. Noch eine Schicht aufgetragen, verblendet, weg. So, hä? Das muss doch jetzt irgendwann mal was kommen, ne? Nö. Leider nein, leider gar nicht. Und das ist die Farbe, weiß ich nicht, steht hier nicht drauf. Schön. 10, 21, glaube ich, jetzt eher weniger. Aber ja, das ist jetzt, nee. Dann habe ich hier von Huda Beauty, der ist mir viel zu dunkel und viel zu matt in der Farbe Dirty 30. Ich glaube, den gab es mal auch in einem Adventskalender drin. Das ist halt wirklich, wenn du krass dunkle, rauchige Lippen haben möchtest, ne? Also Contra Junkie würde ich damit safe sehen. Das wäre definitiv ihre Farbe. Meine ist es nicht. Nee. Nee. Das muss nicht sein. Dann habe ich hier auch noch einen aussortiert von Iconic London. Das sind diese fancy Formulierungen. Also der ist mir zu dunkel, ne? Aber ich habe von Make-up bei Mario jetzt auch so einen, der wirklich auch von der Formulierung her so ähnlich ist. Sobald du damit an die Lippen kommst, schmilzt das. Also das ist halt wie Butter. Ganz, ganz fancy. Den kannst du auch nicht wieder zurückdrehen, ne? Aber der ist mir persönlich leider ein bisschen zu dunkel. Deswegen wird der weitergegeben. Hier auch nochmal aus der Pink is the New Black Reihe. Dieses Color Changing Lip Tint Produkt auch hier. Hallo, ich habe pinke Lippen und ich finde es nicht schön. So, dann habe ich hier von Gosh ein Funky Friday Forever Lip Shine. Das ist halt einfach zu pink. Also es gibt wirklich mittlerweile Farben, wo ich direkt schon sehe, okay, nein, das ist nichts für mich. Und der hat halt auch nochmal Glitzer mit drin, ne? Also das sind halt so Sachen, die magst du oder die magst du nicht. Ich mag es halt gar nicht. Ich kann den euch auch nochmal swatchen. Dann seht ihr, das ist wunderschöner blauer Schimmer. Das könnte ich wirklich astrein tragen, wenn wir dann unseren Paradiesvogelgedönsen machen. Mal gucken. Aber ganz ehrlich, es ist ja, das ist krass. Das ist einfach krass. Wann, wer und wo. Dann habe ich hier noch einen von Sunny Cosmetics bei René. Das ist noch so ein richtig krass metallisches Ding. Einfach nein. Und noch ein Lippi von Revolution aus diesem Suicide Squad. Also quasi, der ist noch komplett neu. Da wird sich sicherlich jemand drüber freuen. Aber für mich ist er einfach viel, viel zu dunkel. Ich hatte mir das, glaube ich, in einem Bundle gekauft. Und nee, also das, nee. Wie heißt du eigentlich? Lipstick, ja. Hat keine Farbbezeichnung. Nee, und das letzte Produkt, was ich hier aussortiere, ist das Bronzing Powder von MAC in der Farbe Matte Bronze. Also ich habe die neuere Variante davon. Der hier sah relativ fleckig aus und einfach nicht so schön. Nee, also der wird mich ebenfalls verlassen. Und es tut mir in der Seele weh, so viele High-End-Produkte auch auszusortieren. Ne? Richtig krass. Matte Bronze scheint die Farbe zu sein. Okay, ja, das ist jetzt einfach mal mein aufgebraucht, nein, mein aussortiert Video gewesen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr meine Meinung teilt oder ob ihr sagt, Mensch, das und das Produkt kann man doch bestimmt noch so und so zweckentfremden. Gerne reinschreiben, dass andere vielleicht dann auch die Produkte, die sie zu Hause haben, besser umfunktionieren können. Aber naja, also 4 Produkte werden definitiv direkt entsorgt. Das sind halt diese 3 nicht mehr guten Mascaras und auch dieses Deo. Alle anderen werde ich halt weiter wandern lassen und die werden ein hoffentlich gutes Zuhause finden, aber nicht bei mir. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.